Lilo, heute mal zwei kleine Programmtipps. Ich bin ja hier unter Ubuntu 13.10, ne? Ubuntu 13.10, also nicht Kubuntu 13.10. Im Ubuntu gibt es ja das Ubuntu Software Center, die Synaptic-Paketverwaltung, also Ubuntu 13.10 bin ich. Und ich habe gesehen, unter Kubuntu 13.10 gibt es mittlerweile ein neues Software Center, Muon-Discover. Könnt ihr installieren über das normale Software Center, Synaptic oder übers Terminal. Gut, das habe ich mir angeschaut und wie es der Zufall will. Ich gehe natürlich dann gleich auf Games und Simulation, ne? Wo ich dann gerade so mein Flughafenthema hatte hier, habe ich dann gesehen, es gibt Flight Gear, ne? Das ist der zweite Tipp, Flight Gear. Wenn man da so draufklickt, sieht man direkt ein Flugzeug. Habe ich mir einen Screenshot gemacht, brauchte ich hinterher fürs Symbolbildchen. Und habe mir das Symbolbildchen dann mit GIMP auch so ein bisschen transparent gemacht. Sehen wir gleich. Gut, nochmal drauf geklickt. Kann man die Rezensionen sich anschauen, Übersicht und auch wieder zurück. Ne? Übrigens, Moon Discover hat hier noch die Option Settings, die Toolbars zu erweitern. Ne? Zum Beispiel um Aktualisierung und so weiter. Okay. Und weitere Sachen hinzuzufügen. Ne? Und man kann auch dann jeweils noch den Text dazu einfügen lassen. Ne? Gut, das dazu. Muon Discover könnt ihr mal schauen. Ne? Finde ich ganz nett gemacht. Ist vielleicht eine ganz gute Alternative zum Ubuntu Software Center. Ne? Schön sortiert, ne? Multimedia. Und ich finde das eigentlich besser als das normale Software Center. Ne? Dann kommen auch sofort so Symbolbildchen zu den einzelnen Programmchen, Clementine und so weiter. Es dauert einen Moment, muss erst runtergeladen werden. Sieht man hier an meinem kleinen Download-Applet, ne, dass dann noch was geladen wird. Sieht sofort so Vorschaubildchen. Finde ich richtig. Ja, ihr seht, jetzt wird es gerade nachgeladen. Ne? Hier brennt es schon, da kommen die ganzen Daten rüber. Ne? Richtig schön, kann man auch hier mit diesen Symbolen sortieren nach, ne, allen möglichen Krempel. Finde ich gut. Könnt ihr euch mal anschauen. Jedenfalls war ich mit dem Ding dann bei FlightGear. FlightGear installiert. Er hatte kein gescheites Symbolbildchen. Habe ich mir hier einen Starter gemacht. Das sind ganz normale Starter-Eigenschaften. Und habe mir einen, wie gesagt, mit GIMP einen eigenen kleinen Starter gemacht. Ne? Zuerst sah der so aus, dann habe ich hinterher einen gemacht, der so transparent ist. Und dieser Starter, ne, ich wollte natürlich genau die Boeing 737-800, mit der ich geflogen bin. Wenig Speicherplatz im Wurzelfall, ist mir doch wurscht. Gut, das passiert gerne in Videos. Gut, gestartet wird das Ding mit FGFS, ne? Und dann kann man das entsprechende Flugzeug noch anhängen, sofern man es denn runtergeladen hat. Wo runterladen? Das Zeug. So, gehen wir mal Firefox, ne? FlightGear, ne? Da habe ich dann gesucht nach der Boeing 737-800 und da konnte ich bei dem Mirror, also bei dem Download-Link, eine ZIP-Datei runterladen. ZIP-Datei landete dann bei mir im Download-Ordner, Downloads. So, die ZIP-Datei landete also jetzt im Download-Ordner und die musste ich erst entpacken, damit ich einen richtigen Ordner kriege. Download hier entpacken, entpacken. Und dann hatte ich neben dran noch einen neuen Ordner. Und diesen neuen Ordner, der muss in ein ganz bestimmtes Verzeichnis. Im Moment ist dieser entpackte Ordner ja in meinem Download-Verzeichnis. Muss aber ganz woanders hin. Ja, wo muss er denn hin? Ne? Gehen wir mal aufs GNOME Terminal. Wie gesagt, das ist nochmal der Befehl zum Starten. Ne? Wenn man das Aircraft denn schon hätte, habe ich ja jetzt noch nicht. Das muss nämlich kopiert werden. Wir haben das ja runtergeladen. Das ist in unserem Download-Ordner hier in dem Fall 737NG, also nicht die ZIP-Datei, sondern der entpackte Ordner mit sudo, also Root-Rechten, ne, weil das muss hier rein. Das ist ein Ordner, in den der normale User nicht schreiben kann. Mit sudo Leerzeichen copy cp minus r, großes R für rekursiv, damit die Unterordner auch kopiert werden von eurem Ordner Downloads. Die Wellenlinie ist die Tilde, ne, die Matilde. Findet ihr neben dem Pluszeichen Alt-GR und Pluszeichen, ne, zeige ich nochmal kurz Onboard-Bildschirmtastatur, wo ihr die Tilde herkriegt, die Matilde, ne?
Alt-GR und dann habt ihr hier neben dem Pluszeichen diese Tilde da. So, jedenfalls gebt ihr also ein sudo copy minus rekursiv für die Unterordner auch, Tilde, dann den Download-Ordner, Downloads groß geschrieben, dann den Ordnernamen, wo ihr schon gepackt habt, war ja hier. So, das ist Downloads groß geschrieben. Diesen Ordner, ne? Den Ordner will ich jetzt kopieren. Der wird kopiert in meinen Rechner, in User, in Share, in Games. Wo haben wir Games? ABC, da. Games. Und da ist Flight Gear. Ne? Flight Gear, der wieder reinkopiert. Und da gibt es einen Unterordner Aircraft. Und da rein kommt halt dieser Ordner. Und das geht halt nur mit Rootrechten. Also in User Share, Games, Flight Gear, Aircraft. Ne? Damit ihr eure speziellen Flugzeuge da so haben könnt. Haben wir das so vorbereitet? Können wir dann das entweder das Terminal so starten, Flight Gear Flugsimulator, Leerzeichen, minus, minus, zwei Minuszeichen, bitteschön. Hier unter Linux, Aircraft gleich und dann der Name des Flugzeuges. Ne? Die eine Datei hieß ja 737NG, da sind viele Flugzeuge drin. Und hier ist genau der Flugzeugtyp, den ich da einfügen will. Na, und dafür habe ich mir halt diesen Starter gemacht mit dem Bild, was ich als Screenshot über GIMP hier eingepflegt habe. Und mit dem entsprechenden Starterbefehl. Und jetzt starten wir mal. Also ich muss darauf hinweisen, ich habe das heute nur mal kurz angetestet. Ne? Es gibt richtig schöne Tutorials auf YouTube. Ne? Dann startet es auch mit der Boeing 737-800. Und nicht mit dem Standardflugzeugelchen, was normalerweise dabei ist. Ne? Kann man auch groß machen. Mit F10 kann man auch hier das als Vollbild machen, dass der obere Rahmen weg ist. Ne? Gut, Ladeszenerie. Gut, damit unser Flugzeug auch so schön strukturiert ist, kann man sich die Fluglinie aussuchen. Da sind drei Stück bei dem Flugzeugtyp dabei gewesen. Natürlich nicht das schöne goldene, was ich so hatte, sondern halt irgendeins. Ne? Irgendeins, so verschiedenste Fluglinien. Sieht man dann da oben 737NG und dort kann man mit Select Livery die entsprechende Fluglinie sich aussuchen. So, und haben wir uns die entsprechende Fluglinie ausgesucht, sehen wir dann auch die entsprechenden Flugzeugdekorationen. Gut, Hilfe, Tastenbelegung, Hilfe, allgemein, Hilfe, Flugzeugsteuerung. Die kann man sich einblenden, könnt ihr euch mal durchschauen. Wie gesagt, es gibt gute Tutorials auf YouTube. Mache ich jetzt hier nicht. Wichtiger Hinweis ist Taste V, da kann man die View mit umschalten. Da muss man einen Moment warten, bis sich die View umgeschaltet hat. V nochmal drücken und noch V mal drücken. Und X kann man sich ranzoomen. Das ist jetzt vom Tower gesehen. X drücken. X gedrückt halten. Reinzoomen. Mit Shift-Taste kommt man wieder zurück. Hier seht ihr also meine entsprechende Dekoration. Das war halt hier mit dem Select Livery, ne, dass man da umschalten kann auf eine spezielle Fluglinie, ne, dass die Dekoration entsprechend ist. Jetzt ist es eine KLM-Maschine. Mit Shift X kann ich mich rauszoomen. So, und wir sind natürlich da auf so einer Rollbahn. Wir müssen da direkt mal abheben vielleicht. Ne. Das Abheben an sich ist schon kompliziert. V Select View, V Select View. Hier noch ein Hinweis, wie man sich noch orientieren kann. Wenn ihr so auf der Rückansicht seid, rechte Maustaste drücken, dann ändert sich das Fadenkreuz ein bisschen. Nochmal rechte Maustaste. Da können wir uns das Ding auch mal von allen Seiten betrachten. Ja, sieht auch schön aus. Von unten übrigens auch. Ne? Mit Licht, mit allen Effekten, die entsprechenden Ansichtsoptionen könnt ihr anschalten. Rechtsklick, ist das wieder gut. Ne? Mit V kann man dann sich das von allen Seiten betrachten. Jetzt sind wir wieder im Cockpit. Auch im Cockpit kann man mit Rechtsklick und nochmal Rechtsklick sich so ein bisschen orientieren. Bitte das Fahrwerk nicht einfahren, wenn ihr noch steht. Das habe ich nämlich fertig gebracht. Da bricht es gerade so in sich zusammen und liegt auf dem Rollfeld. Das war nicht so fecht wie ich. Rechtsklick. Da hinten sieht man auch andere Flugzeuge.
Man kann auch mit Ansicht, mit den Sichtoptionen hier was einschalten, welche Sichtoptionen überhaupt sind. Hier nochmal ein paar wichtige Tasten nochmal zusammengefasst. V, Ansicht wechseln. Shift und V kann man die Ansicht auch umgekehrt wechseln. X, ranzoomen, rauszoomen. Shift X, wieder zurück. Die Bremse lösen, na, mit B. B kann man sie komplett lösen. Ansichtsoptionen hat man auch hiermit mit dem Betrachtungspunkt, mit dem man auch sich hier vorwärts und rückwärts durch das Flugzeug bewegen kann, die Maus einfach hier bewegen. Und wir sind etwas weiter zurück im Flugzeug, ne? Forward, backward, ja, geht damit. Und man kann auch hoch und runter, ne? Kann man sich auch so bewegen. Ist es dann minus 1,22 Meter oder wo auch immer. Das kann man wieder schließen. Gut, mit V wie View kann ich da wieder raus. Fahrwerk, wie gesagt, kann man auch manuell einfahren. So. Ich klicke mal rechts, nochmal rechts, damit ich mal hier so langsam abheben kann. Damit ich mal eine Flugbahn so sehe, Rechtsklick, ob da auch frei ist. Und da ist immer Verkehr mit N73 Flugzeugname. Kann man mit Autostart da oben. Seht ihr das? Autostart. Das Triebwerk anlassen. Das dauert einen Moment. Wie gesagt, dann, wenn das Triebwerk hochgefahren ist mit Autostart, irgendwann die Bremse lösen. Ne? Irgendwann mal die Bremse lösen mit B. Und dann sollte das losgehen. Also einfach B. Und dann sollte das gleich losgehen. Falls nicht, mit 9 so ein bisschen Gas geben. Ja. B. Bremse. B. Bremse lösen. 9 drücken, gedrückt halten. Dann gibt das Gas. Mit links kann man, glaube ich, so ein bisschen lenken, wenn man einmal geklickt hat rechts. Ne? Einmal rechts geklickt und dann mit links so ein bisschen navigieren. Wenn es zu schnell wird, auf B wie Bremse. B wie Bremse. Damit wir da auf dem Rollfeld irgendwann mal bleiben. Falls nicht, ist auch nicht so tragisch. Wie gesagt, den Rest übernehmt ihr von den sehr guten Tutorials. Volle Pulle. Wir heben ab. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.